Hallo meine Lieben, herzlich willkommen bei Mr. Elegant Clean. Heute mit einer XXL Putzroutine über die Küche. Seid gespannt und ich würde sagen, los geht's. Und zwar werde ich heute auch hier mal die Mikrowelle in Angriff nehmen, weil die jetzt auch echt wieder nötig. Dann hier die Kaffeemaschine, ich werde jetzt eh gleich die Spülmaschine anschmeißen, dementsprechend können da ein paar Teile mit rein. Dann gestern Abend noch kurz gekocht, dementsprechend schaut es auch hier aus, hat irgendwie keine Lust mehr, dann noch groß abzuspülen. Und ja, so schaut eigentlich auch der Herd aus. Gab eine Bolognese gestern, dementsprechend hier noch ein bisschen Hackfleisch. Ja, schauen wir mal, wie es danach ausschaut. Die Teile hier quasi vom Herd schmeiße ich jetzt auch gleich noch in die Spülmaschine, da sich hier ja doch öfters mal ja so ein Schmutzfilm quasi ansetzt und auch hier drin mal mit einem feuchten Lappen auswischen, wie ihr hier unten gut sehen könnt, ja, sind ja doch einige Verschmutzungen vorhanden. Oh,
jetzt habe ich einfach einen Lappen mit ein bisschen Spüli und dann reiben wir einfach mal hier die Mikrowelle schön aus. Thank you.
So, meine Lieben, die Spülmaschine ist fertig. Als kleiner Tipp kann ich euch nur an die Hand geben, fangt unten an mit dem unteren Korb, da euch sonst das Wasser entweder von oben wieder runter tropft und ihr dann die doppelte Arbeit habt. In diesem Sinne würde ich sagen, los geht's. So, jetzt bin ich fertig. Auch hier uns quasi die Mikrowelle wieder anschauen. Richtig schön sauber geworden. Auch der Backofen. Für alle, die wissen wollen, wie ein Backofen richtig zu reinigen geht, habe ich euch ein Video quasi unten noch in der Infobox verlinkt. Dann auch hier Kaffeemaschine. Alles wieder richtig schön sauber. Lässt sich sehen. Bei mir gibt es auch noch gleich die Erdbeeren. Und auch hier der Herd. Lässt sich, glaube ich, wieder recht gut vorzeigen. So, ich bin jetzt fertig. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen motivieren. Bei mir gibt es jetzt natürlich typischerweise noch ein Cappuccino. Vielen Dank auch an die ganzen Abonnenten, an die Community, dass wir gemeinsam wachsen. Freut mich tierisch. Und ja, wie gesagt, wenn es euch gefällt, liken, kommentieren und natürlich das Abonnieren nicht vergessen. Freut mich tierisch. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Mr. Elegant Clean.